Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NGU Idol. Ja, lange ist her, aber es war halt einfach nicht genug Content da. Nicht genug Neues, fand ich jetzt, um hier mal wieder mal so eine Viertel, 20 Minuten bis eine halbe Stunde zu füllen. Aber jetzt haben wir ein bisschen was geschafft. Als erstes. Also inzwischen sind wir bei, wo haben wir Info und Stuff, Achievements, haben wir halt irgendwie noch nicht so viel, ne? Wo waren wir das? Settings, how to play, Miss Calendar Stats, da. Ha, inzwischen sind wir bei 32 Rebirths, bei Total Bosses Defeated, bei 1600 und Highest Damage dealt in One Hit 2700. Und Titans, das ist neu. Wir haben 18 Titans im Adventure Mode gelegt, wobei es 18 mal dasselbe war. Aber zu Titans kommen wir gleich. 15.000 X Erfahrung earned und 40.000 AP earned. Und 12 Quadrillionen Gold earned. Wir haben jetzt noch 600 Trillionen. Ich habe jetzt gerade mal nämlich immer ein bisschen was Neues probiert. Der hier ist recht teuer. Der kostet irgendwie 400 Trillionen Gold jedes Mal das Ritual. Bringt aber ein bisschen. Ja, einmal geht er gleich noch durch. Bringt aber 60.000 Blatt. Also im Moment habe ich hier 124.000 Blatt und damit können wir gleich mal hier mal ein bisschen neue Spells casten. Denn rebirthen können wir nachher auch am Ende, weil jetzt unsere Number ist sechsmal, also six times, sechsmal größer als als eigentlich. Als im Moment. Wir sind jetzt hier aber irgendwie, wir kommen dann auf 350 Vintillionen. So ein Rebirth dauert im Moment so 2-3 Tage, damit ich irgendwie die Nummer irgendwie größer kriege. Ich habe so das Gefühl, ich könnte die auch einfach mal ein bisschen kleiner wieder werden lassen, damit ich mehr XP kriege und dadurch mehr Energy und Magic Power und dadurch, dass dann gehen die Augmentations halt alle deutlich schneller durch wahrscheinlich. Weil das dauert hier jetzt auch langsam. Hier an die 18 Quadrillionen kommt man langsam ran. Und bringt 900 Millionen. Hier seht ihr, wir haben hier eigentlich von den Leveln, haben wir eigentlich ziemlich gut reingehauen. Die haue ich am Anfang eben schnell beide auf 10. Also Safety Scissors und die Milk Infusion. Die sind ganz fix auf 10. Dann hier die Cannon Implants eben auf 15 und dann geht es hier eigentlich schon in die Shoulder Mounts. Hier sieht man schon, wenn ich alle Energy draufpacke, dauert das, ja, hier noch 20 Minuten, also insgesamt eine halbe Stunde bei Level 39. Es dauert halt schon recht lange, bis es fertig ist. Day dauert jetzt auch noch 2:30 von Stufe 5 auf Stufe 6. Und so viel bringt der Multiplier dann auch nicht mehr. Und ihr seht schon, wir hängen jetzt hier, wenn wir uns die Bosse mal angucken, wir sind bei hier ungefähr bei knapp 69 Novembingentillionen. Novembingentillionen. Haha. Neues Wort gelernt. Und wir bräuchten aber noch ungefähr dreimal so viel, um den zu schaffen, den Robot. Also, wird tight. Wird eng. Ja, genau. Jetzt kommen wir hier zum Inventory. Also inzwischen sind die Magitech-Helme, die man hier im Adventure-Mode in der High-Security-Base kriegt. Also die läuft jetzt einfach im Idle-Mode so durch inzwischen. Die sind alle da. Alle auf Level 100 gemaxt. Und ich habe mich echt mal damit beschäftigt, weil es war mir dann irgendwann zu blöd, immer hier so rüberzuziehen. Und die hier immer einzeln da wegzulegen, mich mal so ein bisschen mit den Shortkeys beschäftigt. Richtig gut. Drückt man nämlich STRG und nimmt dann sowas, was man wegwerfen will, fliegt das hier, bopp, einfach direkt, zack, Abflug, direkt im Mülleimer. So können wir einfach den Kram einfach direkt wegwerfen, den wir nicht mehr haben wollen. Das sollte eigentlich auch mit dem Lootfilter gehen. Ich habe diesen Lootfilter ja hier, können wir eben gucken, hier Spend XP, Adventure Special Basic Loot Filter. You will unlock Loot Filter in the Settings Menu. Hate getting stupid uses for pendants, filter them away.
Das Settings-Menü. Ist das nicht das? Filter Loot Type by. Ah. Loot Filter on. This will do nothing until you buy Loot Filter in the spam XP menu. Ja. Dark means filter, lines means you'll get the drop. Ach so. Ja, okay, dann können wir halt einfach jetzt sagen, wir wollen jetzt den ganzen Kram nicht, aber das ist ein bisschen nervig. Muss ich jetzt gerade mal sagen. So geht der an. Auch gut zu wissen. Das wäre jetzt ein bisschen nervig, denn was man jetzt zwischendurch mal machen muss. Ah, hier, guck mal, die Augmentation ist durch. Das erkennt man daran, weil wir ein paar mehr Novinkte Ionen und die Energie ist zurück. Dann können wir gleich mal, wo waren das jetzt hier? Bei NGU. Das ist neu. Packen wir da mal alles rein. Gucken wir uns gleich an. Also auf jeden Fall, so funktioniert das dann. Der Loot-Filter. Und jetzt, wenn man A drückt, also ganz normal A, und dann einfach draufklickt auf ein Item, dann haut der einem alle Powerboosts rein. Was eigentlich recht cool ist. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, die drei hier, die 5er Boosts, ja, die sind jetzt leider, habe ich so mal zwei verschossen. Durch diesen A-Key. Ist das Ding, wenn man Shift gedrückt hält und drauf drückt, dann kriegen die so einen roten Rahmen, dann sind die protected, dann werden die halt nicht einfach benutzt. Mit dem Power Boost hat das geklappt, der ist fast auf Level 100, mit den beiden nicht. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis die Level 5er Booster fertig sind. Ist ein bisschen schade. Aber hier sieht man auch schon hier, der Suspicious Sources Necklace, da kommen wir gleich zu, woher wir das haben und was das bringt. Hacken wir hier mal das nochmal ein bisschen rein und verbessern die. Das ist nämlich schon das nächste Tier quasi an Equipment. So, dann schauen wir doch mal. Woher haben wir das Zeug? Wir haben ja diesen ITOPOD. ITOPOD, genau. Den ITOPOD. Können wir erstmal reingucken. ITOPOD Perks. Inzwischen bin ich so stark, dass ich einfach so offline Progress mache bei den ITOPOD Perks. Und kann man hier mal gucken, was man hier so hat. Stat Boost habe ich, also die hier habe ich überall schon den einen Punkt rein. Und beim Stat Boost habe ich schon mal 10 Punkte rein. Es gibt halt einfach 200% each level increase your base attack defense by. Also doppelte Base Attack Defense. Hier habe ich 15 Punkte rein. Das ist Energy Power, also dass die ganzen Sachen mit der gleichen Anzahl an Energie schneller gehen. Dann Energy Bar Perk, das heißt einfach Multiply to your Energy Bars, dass sich das am Anfang nach der Rebirth schneller füllt. Da könnte man vielleicht auch mal ordentlich was reinballern. Mehr Energy Bars und mehr Magic Bars. Dann muss man nicht immer so lange warten am Anfang, bis man da ein bisschen durchstarten kann. Ja, und hier Energy Cap, Magic Cap, da sind auch jeweils so ein paar Punkte drin. Ich glaube jeweils so 5 und 10. Ja, genau. Also genau wie beim Energy. Dann auch noch, der hier ist eigentlich auch noch ziemlich geil. Kostet halt immer 2 Perk Points. Aber hier dieses Advanced Training. Was ja eigentlich auf jeden Fall bis Level 20 super viel bringt. Da hat man schon mal fast ein Drittel mehr an Adventure, Energie und so. Da bringt das halt super viel. Und da auf jeden Fall mal Punkt drin, kostet halt jedes Mal 2. Aber da können wir jetzt mal auch nochmal ein paar reinpacken. Das sind eben auch 4, 15. Dann haben wir da am Anfang schon mal 5 Punkte drin und da hat man halt schon mal super viel Zeit gespart und das geht auch ordentlich los, weil allein der erste Punkt bin, glaube ich, schon 20%. Im Advanced Training, also hier sieht man auch Wanders Energy Dump, okay, da bringt jeder Punkt 1% und Wanders Magic Dump
das, da schmeiße ich zwischendurch auch mal was rein. Da sieht man jetzt hier, Total Attack Defense Bonus sind irgendwie 2600%. Mit Level 600 und Level 182 ging, glaube ich, einmal über Nacht drin und dann war es das. Das Wanders Operating System ist jetzt auch schon auf Level 10. Dafür kann man das einfach hier im Adventure Mode farmen und macht das dann einfach. Also das geht dann von selber. So. Aber jetzt sind wir wieder aus den ITPOD Perks hier raus. Bonus Wanders OS Levels. Achso, ja, okay, da kann man das auch schon ein bisschen hochballern. War das jetzt, wird das jetzt höher? Oh ja, 2. Cool. Ich glaube, wenn wir nämlich Wanders ME. Wanders ME haben wir noch nicht. Das Wanders Level lässt das hier auch so ein bisschen alles nochmal ein bisschen steigen. Und dann gucken wir jetzt nämlich mal. Adventure, wir haben jetzt nämlich Gordon Ramsay Bowl Jake from Accounting. Das ist, glaube ich, auch noch ein Titan. Ja. Also wir haben ja auf jeden Fall... Ja, das ist ein Titan. Aber wir haben hier Gordon Ramsay Bolton. Das ist ein Titan. Das ist der erste Titan. Und man sieht schon, der hat einen lila HP-Balken und 300.000 HP. Das ist ein Endboss. Und der ist natürlich angedicht an Gordon Ramsay. You're an idiot sandwich. Das sieht man hier auch so wunderschön. Gordon Ramsay Bolt. Andichte Power Attack, irgendwas. Also das sieht man schön bei den Texten gleich von den verschiedenen. Sag doch schnell hier, von den verschiedenen Equipment, was man von ihm kriegt. Wow. Tut mir leid, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals gerade. Auf jeden Fall das verschiedene Equipment, was man von ihm kriegt, da kann man das ziemlich gut drin sehen. Und ja, also man sieht jetzt, wir sind hier mit unseren 2000 Power, mit unseren 1900 Toughness, 6000 Max HP und der knapp, oder mit der 67 HP Regen, Regeneration pro Sekunde, sind wir doch eigentlich recht gut bedient, weil wenn man hier sieht, der macht bei seinen Hits so 75, 82, hier einmal starken Attack. Hier, da sieht man es auch schon wieder. Gordon Ramsay Bolton, start, was steht hier? Ach, start screaming at you. Super, herzlichen Glückwunsch. Und sagt irgendwas. Ja, you feel yourself bleed. Hacked your limbs. Start screaming, also schreit dich mit Obszönitäten an, it freaks you so much out, you're frozen in the fear. Ah, okay. Also er schreit. Beschimpft mich und vor Angst bin ich ganz wie angewurzelt. Angewurzelt, festgefroren. Ja. Telefon? Später. Oder auch nicht. Ah, so. Ja, da kann ich mich später drum kümmern. So, das war der Anrufbeantworter. Den müsst ihr nicht unbedingt hören. Tut mir leid. Das ist wieder so eine tolle Störung. Mal so zwischendrin. Öfter mal was Neues. Ist hier quasi wie live. Wie live. Wie live. So, aber jetzt haben wir hier den Gordon Ramsay Bolton gleich besiegt. Also eigentlich habe ich es so weit trainiert heute, dass das alles passen sollte, aber ansonsten kommt es manchmal auch so ein bisschen drauf an, wie es geht. Mal geht er nicht. Aber der sollte jetzt eigentlich gut passen. Weil der wird nämlich auch dann später mal stärker. So. War doch ganz schön eng. Aber wie ihr seht, hier läuft jetzt ein Timer. Wir können den einmal pro Stunde nur besiegen. Und you have defeated Gordon Ramsay Bolt. Gordon Ramsay Bolt dropped bar ein paar Millionen Gold. Holy crap, you've just beat Gordon Ramsay Bolt.
You gained 35 XP and 10 AP. Also super geil. Es gibt super viel EP und AP. As the giant pissed off champ crumples, you see something fall out of his front pocket. It's a number. I wonder if you can make the number go up. Gordon Ramsay Bolton dropped the chef's apron. Also, hier jetzt hier mal wieder auf die High Security Base, um weiter zu farmen. Und er. A number level 0. 42. Die leveln wir auch mal hoch jetzt. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Er droppt auch Wandos 98. Also wenn man den hier immer weiter hoch levelt, dann kommt da auch irgendwann, kann man damit auch sein Operating System upgraden. Also hier jetzt das Wandos 98 US Level. Ja, und hier. Also, was hat ein Gordon Ramsay Bolton? Der hat die Suspicious Sausage Necklace. Ja, also eine Wursthalskette braucht man immer. Da, ich meine, die Sprüche darauf sind auch geil. You're unsure if it's actually a sausage and that frightens you. Also weiß nicht, ob es wirklich eine Wurst ist und das macht dir Angst. Oder der Chefshut. You swear your cooking is better with this on. Also, man, cooking ist besser. Und wie wir auch sehen, gibt es hier auch den Special Bonus Cooking. Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Hier ist I Hunger. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Keine Ahnung, wann wir es brauchen. Non-slip shoes. You won't slip and spill a pot of boiling water on yourself with these babies. Ja. Die Schürze. There are a lot of stains on it, I guess. That means it does its job well. Dann gibt's noch ein Raw Slab of Meat. Ist auch sehr geil. Das macht eigentlich nur Energy und Power and Energy Cap hoch. Regular Pants. Das sind einfach nur Hosen. Die halt Power Toughness. Achso, nee, die sind schon gut. Machen. Und dann natürlich noch das Bloody Cleaver. Und das ist jetzt auf Level 9 auch schon deutlich besser als das Magitek Blade, aber wie es halt so ist, muss das auch erstmal alles hochgelevelt werden mit den Boosts, deswegen bin ich da auch noch weiter froh und munter am Boosts farmen. So, ja, soweit jetzt zum neuen, zu den ersten Titans. Also das ist schon mal ganz geil, der erste Titan, den wir haben, den Gordon Ramsay Bolton. ja, Wandos. Also Wandos bringt eigentlich dann auch was. Jetzt dann irgendwann mit den 800 XP. Also mit den, wenn wir die hier ein bisschen hoch machen. Also es bringt auf jeden Fall was. Dann Bloody Magic. Also hier haben wir nicht genug Geld. Dann gucken wir hier mal. Das kostet 2 Trillionen Gold. Das Ritual bringt halt ein bisschen weniger Blood per Second. Ist aber okay. Gucken wir mal. Some spooky spells. Also wir haben... Was macht das denn? Was macht ein Blood Spaghetti? Hier haben wir nicht genug Blood. Iron Pill könnten wir jetzt alle unsere 20 zur Our Adventure Stats. Das ist jetzt gar nicht so viel. Und Blood Spaghetti ist gather up all your blood and form it into something resembling spaghetti. You can slip spaghetti into a foe's pocket causing it and whatever they're holding onto you for to fall out more often. Also, das gibt bessere Drop-Chance für die Monster. Wenn wir jetzt mal... Schmeißen jetzt einfach mal alles raus hier. Wenn wir jetzt mal hier die 188.000 reinhauen, es gibt 5% Drop-Chance, gar nicht so viel. Die Iron Pill bringt nichts, das hier ist. Und der Gold-Per-Second-Bonus wird erhöht, ist auch okay. Man hätte hier auch einfach rechnen können, aber... Nee, learning by doing. Warum rechnen, wenn man auf den Knopf drücken kann und das Ergebnis sieht? Oder? So, genau, also 5% Drop-Bonus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt nicht so toll. Gut, dann mache ich jetzt aber trotzdem mal ausnahmsweise mal den Blutfilter an. Und...
Darf den nur nicht vergessen auszumachen. Ich wette, ich vergesse den dann auszumachen. Ich wette drum. Dass wir da mal unsere Sachen mal ein bisschen schneller hochkriegen, wenn wir mal nicht raufgucken. Genau. Und dann, was? Genau, wir waren ja bei Gordon Ramsay Bolton. Dann haben wir hier a number. Level 1 consumable. Wenn wir die consume, können wir ja machen. You tap the number, it deflates like some pathetic balloon. Pretty sure you already unlocked the NGU skills menu. Ha, das haben wir hier. Das habe ich jetzt hier gerade mal gemacht. Und das ist auch multiplies your total augment effect by 1% level. Also kriegen wir zwei verschiedene NGU Menus. Die brauchen auch wieder holy bunch of energy. Ich wollte hier mal rein. Ja. Was war das? 21 Minuten noch. So. Also wird sowieso nicht mehr fertig. Der hier, glaube ich, 45 Trillionen Gold. Das hier wird noch fertig. Ach, machen wir 10 draus. So, zack. Und vielleicht bringt das ja noch was. Also die kosten halt, hier sieht man schon, die ersten Stufen kosten, dauern mit den 1,1 Quietsch-Millionen. Ich glaube anderthalb Stunden zum Upgraden für 1%. Für 1%. Anderthalb Stunden. Natürlich später muss man irgendwo gucken, dass man alles kriegt. Aber im Moment dauert es noch einfach zu lang mit der Energie, die wir haben. So, natürlich lasse ich hier die ganze Zeit die ganzen Basic-Trainings durchlaufen, weil wenn man hier mal überlegt, das sind 15, 20, 25, vielleicht 50.000 Energy und wir haben jetzt beim Cap von 1,18 Millionen. Ist halt ein Witz. Deswegen die einfach mal durchlaufen, die erhöhen ja unsere Base-Stats. Also geht's halt kontinuierlich hier langsamer stetig hoch. Hier sieht man es immer noch bei den HP am besten. Genau, wir können halt, wir haben zwei verschiedene Menüs. Wir haben einmal das NGU Power Menu, das ist das, was wir hier gerade haben, oder Energy Menu. Damit können wir hier Augment Effects um 1% per Level. Also irgendwann später, wenn wir die halt irgendwie auf 2%, auf 150-200% packen können, also 100-200 Level fix drauf, dann bringt das super viel, weil dann ist nochmal wieder verdoppelter Bonus. Wandors können wir nochmal bei 0,1% per Level pushen. Und dann, was ist das? Reduce your total respawn time. Ich habe keine Ahnung, was das Respawn time ist. Multiply the Gold Drops by 1%, also Gold Drops, das sind halt nur die Drops aus den Dingern, das geht auch so. Adventure Stats gehen hoch. NGU Attack Defense Stats, das können halt noch swingen. Drop Chance geht hoch. Aber das braucht jetzt hier schon 5 Tage, 15 Stunden. Also das ist auch eine unendlich lange Zeit noch. Genau wie Magic Speed 112 Tage noch und die Perk Points 2821 Tage. Also, um das hier, das NGU-Menü gescheit benutzen zu können, sind wir ein bisschen weit weg. Und das gleiche ist halt auch hier. Da wir nicht so viel Magic haben. Ah, verdammt. Sind wir hier auch noch bei Zeiten jenseits der. Also fängt an bei 23 Stunden, bei knappem Tag. Und dafür müssen wir auch komplett unser komplettes Magic Cap draufpacken. Sprich, wir können auch nichts anderes skillen in der Zeit. Ist schon ganz schön heftig. Das ist Multiplied Most Fruit Yields bei Fruit and Gold. Keine Ahnung. All XP Gain. Das ist natürlich geil, XP Gain, aber es braucht schon 3 Tage. Multiplies again, your attack defense, your number on rebirth, wird auch besser, aber hier 30 Tage. Und hier, da dauert es schon fast ein Jahr, Gold Output, hier dauert es auch schon wieder 10 Jahre und hier 100 Jahre kriegen wir die Sachen besser. Also da sind wir noch ein bisschen weit weg und ich denke jetzt auch hier den Boss, den werden wir jetzt in absehbarer Zeit auch nicht mehr unbedingt schaffen. Muss ich einfach mal
muss ich sagen, deswegen. Let's take the six and rebirth. Einfach mal. Wann kann man auf Evil 301? Ja, noch nicht. Und dann würde ich einfach mal sagen. Achso. 16.000 Blood left to spend and the Money Pit. Schmeiß mal alles rein. Gold da rein, Blood Magic, da some spooky spells. Haben wir jetzt. Weil das Blatt gesponsert. Und jetzt haben wir noch was zu tun. Nope. Hat aber alles nichts gebracht. Die Nummer ist halt immer noch 6-mal größer. Deswegen rebirthen wir mal. Ah, was ist denn? Challenges. Basic Challenge. Ah. A simple basic challenge. Lose all of your attack and defense and revert your number back to 1 and work your way from boss 1 back to boss 58. Note, this number is permanent, but you will regain number not faster than it took into your 1500 XP bringt das. Each completion will reach your boost recycle by. Oh, okay. Ei. Okay. No Equipment Challenge. Okay, damit werden wir uns das nächste Mal mal beschäftigen mit den Challenges. Yeah. Ich will einfach nur rebirthen. So. Ah, okay, mit der Challenge kann man auch noch sehr gut XP dann holen. Damit werden wir uns demnächst beschäftigen. Jetzt rewerfe ich hier nochmal. Ihr seht hier am Anfang geht das recht schnell. Was haben wir? Idle Attack 73 kostet das inzwischen nur noch. So. Na komm. 73. Numblock sollte man auch anmachen. Pack, pack. Und dann Fight Boss, Nuke. Und dann nuken wir uns erstmal schon bis Boss 75 durch. Also es geht eigentlich recht fix. Und dann haben wir hier eigentlich gerade noch nicht so ganz viel zu tun. Kram zum Wegwerfen. Und zack, zack. Achso, ja. Können wir auch noch. Was gibt's denn? Achso, was ist denn das hier? Es ist Accessory. Ja, auch. Kriegen wir leider keine Forest Pendants mehr, um den hier weiter hochzumachen. Ich glaube, mit denen hier haben wir auch langsam doch ein bisschen was Besseres. Ja, der hier nicht. Ich kann mir den hier schon tauschen. Energy Cap, super. Boom. Dann nehmen wir lieber die Wurst. Die Wurst. Die Wurst am Hals. Was ist das? Ja, und es geht ja eigentlich recht fix. Wir müssen jetzt halt ein bisschen warten. Bis wir das da. Das Level Cap haben. Da können wir schon mal gucken, was kostet das? 1020. Können wir auch schon mal. Ah. Cap. Zack. Kostet 1000 Gold. Achso, ja. Sollten das vielleicht auch mal eben machen. 1020, zack. Haben wir auch schon direkt. Wieder. Und da sieht man hier schon, die Augmentations gehen hoch. Dass wir da also ordentlich durchschießen, sag ich mal. Da sind wir jetzt nämlich auch schon gleich bei. Was ist denn das jetzt? Ja, bei Level 10. Der kostet 10 Millionen Gold. Die haben wir halt auch schon. Dauert halt einfach keine Zeit. Das hier auch. Hammer Capzack. Ja, jetzt ist halt am Anfang noch das Gold ist das Problem, weil wir sind hier schon bei Quatuvintillion. Also es läuft. So, dann werde ich mal diesmal mal probieren, meine Number ein bisschen zu decreasen. Und mal gucken, vielleicht nach einem Tag zu resetten und ein bisschen mehr XP zu kriegen.
Und dadurch dann aber auch meine Stats zu pushen. Und dass ich dann, sag doch schnell, mal eine Challenge probieren mit dem nächsten Mal. Und an diesem Punkt sage ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns demnächst. Ciao.